Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Die alte kriegen wir da hinten nicht weg, die müssen wir irgendwie hinlocken. Hier drüben. Und beide haben es gehört. Oh, das ist aber jetzt mies, ne? Das. Wow! Geht weg! 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 Ist hier auch so eine Falle? Tatsache. Yeah! Voll erwischt! Habe ich gerade die Trophäe bekommen. Ja, hat sich mal eben erledigt mit den beiden, würde ich sagen. Mmh, lecker. Wer hat Lust auf Schaschlik? So am Spieß? Jetzt sofort. Mmh, der Grabbelmaster. So. Ist ja... Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Was kann man hier machen? Ah, da geht das Tor wieder runter. Ach so, aber ist es denn... Ich mach's mal wieder auf, weil vielleicht können wir die Falle nochmal benutzen. Falls wir die gleich nochmal brauchen. Das ging sehr fix, ja. Sind das nur zwei Zombies? Sehe ich das richtig? Hey Jungs, hey Mädels, alles klar bei euch? Ich hoffe, ihr bleibt da drin. Weil es wäre... Oh, oh. Oh, 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 oh. Ciao. Die kommen doch jetzt nicht, oder? Oder kommen die jetzt? Hallo? Ach, jetzt muss ich... Nein, ich Trottel. Ach nee, Moment, ich hab ja ne... Ich hab ja ne, Guck, wie sie da hinten stehen. Stimmt, ich hab die Sicherung ja schon gefunden. Ah, jetzt geht die Tür schon mal auf, das ist schon mal super. Sehr schön. Da ist heute aber Sonne, Flexi. Ja, ich glaube auch. Da habe ich aber echt, ey, das ist unfassbar. Hey, und vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid in der Let's Play Live Show an die 19 Zuschauer. Oder auch weniger oder auch mehr, je nachdem, wie gerade die aktuelle Lage ist. Ich kann es ja nicht sehen, da ja Twitch rumspackt. Wir machen sowas. Ich hasse Puppen. Wer sich ans Let's Play erinnern kann, ich hasse Puppen. Ich hasse sowas. Ich mag das nicht. Hör auf damit mit so einer Scheiße. So, erstmal kaputt treten. Ich mag keine Puppen. Vor allem keine Schaufensterpuppen. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Da ist eine Leiter. Und hier können wir irgendwas mit der Taschenlampe tun. Ich schau mal. Okay. Ah, da kommen wir wahrscheinlich zur Sicherung. Aber ich will trotz alledem mal hier schauen, wo wir hier hinkommen. Schon wieder so eine Scheißpuppe da, ey. Mann, du. So. Lalalala. Wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hin? Na. Wann streamst du dann Life is Strange Episode 2? Du meinst, wann wir weiterspielen? Ja, wie gesagt, wir haben ja heute angefangen. Und ich denke mal, dass wir Freitag, nächsten Freitag wahrscheinlich... Sag mal, sind wir hier eigentlich bei Jigsaw? Oder wo sind wir hier? Okay, ich gehe die Sicherung holen. Oder was auch immer da war. Wie gesagt, nächsten Freitag, denke ich mal, um 20 Uhr werden wir dann weiterspielen. Mit Life is Strange werden wir dann die Episode 2 zu Ende spielen. So viele Wege, die führen alle nach Rom. Aber es freut mich doch zu lesen und zu hören, dass es doch einigen interessiert, dieses Spiel. Das ist doch super. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es einigen Leuten zu langweilig ist. Ah, guck mal an.
Okay. Schauen wir mal eben. Müsste ja so sein. Na. Nochmal eben schnell gelurcht, geguckt. So. Dann die komplette Reihe und dann oben und da. Okay. Moment. Komplette Reihe. Oben und da. Sehr schön. Wunderbar. Wieder ein neues Brieffragment gefunden. Ich weiß gar nicht, wann wir das lesen dürfen. So. Oh nein, dann habe ich es heute verpasst. Ja, hast du heute verpasst. Ich habe ja gesagt, dass ich Samstag um 20 Uhr Life is Strange spiele. Habe ich aber am letzten Mittwoch gesagt gehabt. Und hat es aber auch auf Facebook angekündigt. Was, Puppen sind so unheimlich? Ja, das stimmt. Nur wenn sie so vermackt und so genau der Umgebung sitzen. Ja, das ist echt eklig. Ich mag keine Schaufensterpuppen oder allgemein Puppen in Horror-Games. Hi Jungs, alles klar? Ich glaube, die haben Hunger. Erstmal kaputt treten hier alles. Die ganze Scheiße hier. Verdammt. Wie war das nochmal bei den Filmen, Saw? Halte deinen Arm da rein und spende Blut. Okay, gehen wir mal hier weiter. Oh nee, was habe ich die gehasst? Im Hauptspiel. Wo sind wir denn hier? Oh nein, bitte nicht. Ach du heiliger Strohsack. Hilfe. Gott hilf mir, wo ich hier bin. Aber ich glaube, Gott wird mir hier nicht mehr helfen. Oh. Hä? Oh, da unten können wir langen. Ich glaube, ich werde auch mal da lang gehen. Oder zumindest mal kurz nachsehen. Oh, Zuckerarsch. Wo sind wir denn hier? Hallo? Hallo? Okay, da können wir anscheinend uns irgendwie Zuflucht suchen. Die Frage ist nur, wofür? Und will ich das rausfinden, hier in der Leichenhalle? Puh, stimmt Eis, aber auch nur, wenn sie viele sind und schon halb kaputt. Ja, das stimmt. Gehen wir mal hier durch. Sind wir denn hier? Ist alles so eng und kann überhaupt nichts sehen. Ist so dunkel. Hallo? Ah, okay, das ist die andere Seite. Können wir uns also Zuflucht suchen? Ich will gar nicht rausfinden, was hier kommt. Da wird wahrscheinlich die Inge gleich wieder auftauchen. Unsere liebe Inge. Inge, oh Inge, es war schon wieder viel zu lange ruhig. Und das hörte sich nicht sehr gut an. Wir kommen nämlich hier gar nicht zurück. Das heißt, wir müssen komplett den Weg zurückgehen. Oh nein. Ich will da gar nicht lang. Was? Warum ist da rot? Ich gehe direkt hier straight durch. Ich weiß, da wartet irgendetwas, wartet da auf uns hundertprozentig. Da wette ich mit. Jetzt auch irgendwas umgeschaltet. Noch höre ich nichts. Ja, willst du? Ja, ich will. Ja, ich will hier durch. Nein, ich will hier gar nicht durch. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Die sind anscheinend alle noch in ihren Gläsern. Ich habe die Renntaste schon mal im Anschlag. Das war so klar, das war so klar, das war so klar, das war so klar. Mach offen, mach offen, mach offen, mach offen, mach offen. Wow! Huh!
Mr. Lucky Boy war wieder am Start. Oder auch nicht. Nicht zu viel. Flex, nicht zu viel wünschen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Au. Mann, Mist. Prost. Und guten Abend, Smirks. Boah, das gibt's gar nicht. Unfassbar. Wie sollen wir den denn ausschalten? Mr. Lucky Boy. Mann, es gibt's doch nicht. Wie sollen wir den denn bitte ausschalten? Wir müssen ja da an dem Rädchen drehen. Ich muss an das Rädchen drehen. Dann kann ich auch gleich weitergehen. La 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 la. Yeah, sterben! Ja, ich glaube, wir... Also, der erste Finisher, der war schon mal super. Der hat schon mal... Na, mach offen! Mach offen! Ja, jetzt trifft er uns wieder. Mann, das war gerade echt nur Luck gewesen, den ich hatte. Das war echt nur Glück gewesen. Mist. Der stößt nur einmal zu. Was? Das klingt schon wieder so falsch, wenn man das sagt. Der stößt nur einmal zu. Ich sag nur 24-Stunden-Stream, Folge 30 auf YouTube. Einfach angucken. Wie war das nochmal mit Minion und Popo? Anna hat Popo gesagt, die Remix-Edition. Könnt euch reinziehen. Der 24-Stunden-Livestream-Marathon. Die Folge 30 auf YouTube, die ist so geil. So, komm her. Big Boy. Big Boy, komm her. Ich hab doch gewusst, dass einer kommt. Noch, jetzt ist sie auch noch fertig, weil sie im Sportunterricht gefehlt hat. Das gibt's nicht. Das ist doch un... Oh, guck mal. Nackedei. Da war ein nackter Hintern zu sehen. Nackter Arsch. Gibt's da nicht irgendeinen Trick? Ich glaube nicht, weil wir ja gar keine Waffe haben. Oder zumindest, wir haben eine Waffe, die ist aber leer. Und wir haben eine Taschenlampe. Ich kann ja mal versuchen, ihn anzuleuchten. Vielleicht bringt mich das weiter. We will die again. Yeah, yeah. Die again. Streamst du auch in der Woche? Nee, also eigentlich in der Woche so gut wie gar nicht, außer es... Zuckerarsch. Aber ansonsten, eigentlich nicht. Wo ist er denn? Puh, ich will aber versuchen, mal in der Woche zu streamen. Ich muss mal gucken. Weil eigentlich momentan halt, wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Ach, jetzt geht er auch noch da wieder hin. Ey, auch komm. Warte mal. Machen das mal anders. Guck mal, ich bin hier. Juhu. Ich bin hier. So, lauf, 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 lauf. Mach die scheiß Tür auf, mach die scheiß Tür auf. Anleuchten, dein Ernst? Wir sind nicht bei Slender, ja. Er hat uns noch nicht gesehen, aber er hat uns, glaube ich, gehört. Kann das sein? Ja, er kommt. Er kommt, der Knight Rider. Hör auf zu drehen, hör auf zu drehen, hör auf zu drehen. Ciao. So, kurz nachgeschaut, wo er ist. Und schon geht's weiter. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Oh, sie ist schon wieder fertig mit dem Salat. Ey, das gibt's doch nicht. Mann, du sollst mal weniger Salat essen. Mehr Schinken und Schnitzel. Mann, mach das scheiß Tor auf. Mach das scheiß Tor auf. Es reicht doch, oder? Nein, es reicht noch nicht anscheinend. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Aber nicht zu früh freuen. Nicht zu früh freuen. Wer weiß, was da noch kommt. Hallo? Geh die Leiter hoch. Ja, wir haben's. Oh, Gott sei Dank, Speicherpunkt. Huh.
Sport ist eben wichtig. Ja, das stimmt. Aber ich bin auch keine Sportskanone. Das wohl sei mal dahingestellt. So. Und wir haben ja schon wieder grandios über die Pause überzogen. Fällt mir gerade auf. Wo ist denn Josef hingerannt? Wahrscheinlich dadurch. Unser netter Josef. Die Nervensäge. Genau, erstmal mit der Tür ins Haus fallen, reintreten. So mache ich eigentlich bei mir zu Hause auch immer die Türen auf. Hey! Heute ist etwas Überraschendes passiert. Er war in der letzten Gruppe von Testsubjekten. Nur ein Patient, der brabbeln und vielleicht sterben würde. Patient 105, Leslie Withers. Ruben hatte ihn als nutzlos aussortiert. Aber er muss es gewusst haben. Er wusste, ich würde seine Aufzeichnungen lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Aber dieser Leslie, er kam ruhig und ausgewogen zurück und konnte von seinen Erfahrungen berichten. Dank seiner einzigartigen Pathologie konnte er den Stem unbeschadet überstehen. Sie wissen nichts von seiner Existenz, aber ich bin sicher, er ist der Schlüssel. Wenn wir alle das Bewusstsein teilen, dann sollte ich mit ihm den Stem nutzen und vielleicht sogar die unschönen Aspekte davon unterdrücken können. Mit ihm kann ich die Technologie meistern, an deren Erschaffung ich mitgewirkt habe. Mobius wird meinen Wert erkennen und mich weiter in seinen Reihen aufsteigen lassen. Mhm. Ist seine Hoffnung, dass er aufsteigt. Ich wollte mal kurz anmerken, der Spruch da oben, der war ja schon auch wieder der Hammer, oder? Wo er geschrieben hat, er wusste, ich würde seine Aufzeichnung lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Das reimt sich irgendwie. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Ist auch sehr geil. Ich hab selber durch und sage nur eins, es wird noch schlimmer. Oh mein Gott. Hattest du Alien schon durch? Ja, ich habe Alien schon in allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt. Da sind wir schon komplett durch. Einmal auf normal, im Livestream, Live-Let's Play quasi. Dann auf schwer, dann auf Hardcore. Ja, auf dem ganz schwierigen Schwierigkeitsgrad. Und dann haben wir noch die Überlebenskarte gespielt, die erste. Ach ja, die zweite müssen wir noch weiterspielen, seht ihr? Wir haben noch so viele Spiele, die wir spielen müssen. Unglaublich. Ah. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Mach's gut. So. Schau du dich um, ob es einen Weg raus gibt. Ja, hier. Hier ist die Tür, wo wir durchgehen. Ja, ich habe einen Weg gefunden. Hier lang. Ah! Oh, Snowball! Ja, Snowball! Wir speichern! Und das ist eine gute Ansage, denn wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Mit dem Kätzchen auf dem Schößchen, auf dem Schoß, werden wir nämlich jetzt eine kleine Pupu- und Pipi-Pause machen, weil wir haben nämlich so gut 20 Minuten überzogen über die normale Pause, weil es gibt ja immer in der Let's Play Live Show immer jede Stunde eine Pause. Chipsol-Pause, Trinkhol-Pause, PP-Pupu-Pause, Raucherpause, wie ihr es gerne nennen möchtet. Und dann geht's gleich spannend weiter im The Evil Within DLC und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, also bis gleich. Ja, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Was wir wahrscheinlich nicht wissen, die Katze ist der Bösewicht im DLC. Die wird uns irgendwann auffressen. Boah. Weil die hat nämlich so komische rote Augen und so eine komische rote Schleife. Prost zusammen. Ja klar, frag mich, was die futtert und warum die noch lebt. Ja, ich glaube auch. Warum hat sie denn Josef nicht gesagt, dass hier eine Tür ist? Ich verstehe es nicht. Und wieso teilen wir uns denn auf? Da war doch die Tür eigentlich gewesen mit dem Gitter, wo wir im Hauptspiel dann zusammen durchgegangen sind. Ich schnall das irgendwie jetzt noch nicht ganz, aber vielleicht kommt das noch. Bei den Monstern. Inge? Ich bin hier.
herzlich willkommen zum Treppenhaus-Simulator. Zu SCP. Geht's hier noch weiter? Ah, guck mal eine an. Da ist eine Tür wahrscheinlich. Und hier? Wo geht's hier hin? Miau. Am Mittwoch bekomme ich meine neue Babykatze. Oh, Glückwunsch. Das ist ja supi. Was? Wo bin ich denn hier? Will ich hier sein? Okay. Ist wahrscheinlich wieder so ein Bilderrätsel. Die Frage ist, wo kommt was hin? Oder wie kommt was hin? Schauen wir mal. Das könnte... Das ist, glaube ich, falsch. Hallo? Ah, okay. Ich muss das auch noch... ich muss auch noch drehen. Die Frage ist, wie sitzt das Ganze? Ah, okay, hier ist ein Stern. Ja. Moment. Sowas hätte ich mir echt gewünscht im Hauptspiel. Bin ich ganz ehrlich. Sowas hätte ich mir echt im Hauptspiel gewünscht. Hey, das war sogar richtig cool. Geil. Naja, recht vielleicht. Alternativ hat die Mieze ja nicht. Ist da eigentlich zweite Episode geschafft von Life is Strange? Nee, habe ich nicht, Niki. Es geht am nächsten Freitag dann weiter. Spielen wir den Rest dann noch zu Ende. Sie haben andere Forschungsprogramme zu unserer Unterstützung abgestellt. STEM genießt absolute Priorität und steht über der Forschung anderer Abteilungen. Chemische und botanische Studien zielen nun darauf ab, die Subjekte auf die Verbindung vorzubereiten. Jetzt, da der Prototyp funktioniert, gehen alle Experimente weiter. Nach der STEM-Integration werden die Patienten umfassend befragt. Ihre Pathologien beeinflussen zwar ihre Erlebnisse, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sie erleben alle die gleiche Umgebung, die gleichen Ereignisse. Die Welt, in der sie leben, wird mit jedem Besucher größer. Das legt die Vermutung nahe, dass Teile des Bewusstseins der Nutzer im STEM zurückbleiben und so die Umgebung erschaffen. Es ist, als würde im Inneren eine neue Welt entstehen. Okay. Flexi, bin gestern während deinem Stream eingepennt. Mach nix, Heartbreaker. Kannst du dir angucken auf YouTube? Die Folgen landen alle auf YouTube. Eine Folge ist schon raus. Weitere jeden Tag um 19 Uhr. Eine weitere Folge. Und diesen Stream hier, den werde ich auch hochladen. Und den darauffolgenden. Wir werden das DLC komplett auf YouTube wieder sehen. Meinst du, das ist es schon gewohnt, Franzi? Ja, schon, aber ablecken würde ich nicht zwingen.